Mary Jane Watson, Mitherausgeberin. Beginn der Recherchenotizen. Meinen Quellen zufolge plant die Magia ein Comeback. Die alten Verbrecherfamilien waren eigentlich ausgeschaltet, bis Fisk wegging und sie die Lücke füllen wollten. Die alten Dons haben jahrelang harmonisch zusammengearbeitet, doch nun kommt durch das Machtvakuum ein Machtkampf auf uns zu. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis eine Familie auf die anderen losgeht. Ich bleibe lieber an meinen Quellen dran. Hoffentlich findet diese Kriminalität ein Ende, bevor sie von neuem losgeht. Hey Pete, ich arbeite an einer Story, die dich interessieren könnte. Das Oscorp-Exposé? Was Neues. Es geht um die Magia-Familien. Die Mafia? Ich dachte, die wären weg vom Fenster. Arrivederci. Sie wurden schwächer, aber seit Fisk und die Dämonen weg sind, plant die Cosa Nostra ein Comeback. Ich liebe es, wenn du so redest. Ruhig, Tiger. Die Feds führten vor kurzem eine Razzia bei der Magia durch. Ich weiß. Tja, einer der Dons besaß das verschwundene Kunstwerk Die Maria. Und jetzt ist es drüben im Manhattan Mocha. Und? Meiner Quelle zufolge plant eine der Familien, es sich zurückzuholen. Heute Nacht. Da geht es wohl nicht nur um Öl und Leinwand. Ich werde beim Museum vorbeischwingen. Und damit, Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spider-Man. Und diesmal spielen wir jetzt das DLC von Black Hat. Und da würde ich sagen, Leute, like, wenn es gefällt, wie immer. Ich würde mich sehr über Support freuen. Dann schwingen wir jetzt mal zu diesem Museum und mal sehen, was die Magia-Familie vorhat. Und ja, also wieder bei Spider-Man nach dem Ende von dem Hauptspiel, einem sehr emotionalen Ende mit Tante Mays Tod, dem Doc Ock Endkampf, war ein kranker Kampf, war eine kranke Stelle, würde ich sagen, Leute, wir sind auf der Start, Leute, und dann mal sehen, was ihr dazu sehen könnt hier. Deine Quelle hatte anscheinend recht. Ein paar Einbrecher wollen sich Zugang verschaffen. Bleib hier, ich sehe mir das genauer an. Sei aber vorsichtig. Wenn die von der Magia sind, meinen die es ernst. Los, Beeilung! Der Boss will das Gemälde. Wir sollten schon längst weg sein. Willst du es versuchen? Bitte sehr! Meine Güte. Manche Leute tun alles, um keinen Eintritt zahlen zu müssen. Ja, was? Bei der würde ich sagen, Leute, rasieren wir die erstmal alle weg hier aus diesem Gebiet. Dann erstmal gucken, wo wir wen ausschalten können. Da ist doch schon die erste Beute für Spidey. Komm her, du! Bäm! So, wie wir es auch im Hauptspiel kennen, einfach leise vorangehen, aufpassen, nicht gesehen werden und einfach alles schön einspinnen. So, du bist der Nächste, oder? Du bist der Nächste, genau hier. So, zack. Und ich muss auch sagen, das DLC ist mit Black Hat sehr, sehr cool gemacht. Aber ich muss dann auch sagen, die DLCs sind leider nicht so mit krassen Missionen bestückt. Also die Missionen, die man jetzt spielen wird, sind meistens recht übersichtlich. Also da gibt es jetzt keine krassen Sequenzen mit Quicktime-Events im Hauptspiel. Ich muss aber sagen, die Story ist aber in DLC schon sehr interessant geschrieben, aber halt mit so krassen Stellen kann man, glaube ich, nicht mehr so krass rechnen in diesem DLC-Trilogie. Aber dann noch bestimmt cool mit Spidey gegen Black Hat, mit Silver Sable und dann noch gegen Hammerhead, hieß er, glaube ich, der Typ, ne, genau. Also alles schon sehr interessant. Da würde ich sagen, Leute, du bist der Nächste. So, schlaf gut, du schläfst auch erstmal gut hier. Wir greifen an, Leute, wir haben jetzt schon genug hier Stealth gemacht. Die anderen können wir erstmal schön kaputt schlagen hier. So, dann nutzen wir mal kurz die Fähigkeit von diesem schwarzen Anzug einfach schön einspinnen. So, Frustastien. Schön an die Wand geklebt. Das ist doch das, was ich gerne sehen will. Da ist Frederico Frizzelli und Sal Patrillo. Die Kerle gehören zur Familie von Hammerhead, oder? Warum sollte er die Maria wollen? Das klingt nicht nach ihm. Ich werde mich umschauen und prüfen, ob jemand woanders reingekommen ist. Ich sag Bescheid, wenn ich etwas finde. Ah, ich merke auch gerade, man kann ja, glaube ich, hier keine Marken holen, oder? In dem DLC, weil, ich habe noch ein paar Anzüge parat. Das müssen wir auch noch irgendwann bekommen. Wir müssen 100% schaffen. Ah, okay, alles klar. Also, hier gibt es noch einige Anzüge. Das haben wir auch noch hier. Schließe, Raub, Überfall ab. Also das DLC abschließen einfach. Okay. Okay, okay, okay. Alles klar. Interessant. Da würde ich sagen, Leute, rein hier schnell. Und hier sind ein paar Autos. Legal parken. Moment, was ist... Nope, hier ist keiner reingekommen. Ja, aber hier sind Kratzspuren. Ja, ja. MJ, da ist ein Loch in einem Oberlicht. Ich sehe mir das an.
während Hammerheads Kerle durch die Vordertür wollten, hat sich jemand über das Dach reingeschlichen? Sieht so aus. Keine Spur. Von niemandem. Sollten hier nachts keine Wärter sein? Ja, probier es mal bei der Security am Eingang. Da sollte es auch Kameras geben. Die hätten gesehen, wer eingebrochen hat. Dann rein hier schnell. Abgeschlossen. Ich brauche einen Handabdruck, um reinzukommen. Da müsste ich auch rausfinden, was mit den Wärtern passiert ist. Kann ich das Schloss irgendwie überbrücken? Ach, nicht ohne die Hand eines Wärters. Ihre Handabdrücke. Wenn du die Wachen nicht findest, nimm Abdrücke von Sachen, die sie angefasst haben. Oh, ja, gute Idee. Ich gehe dir gerne zur Hand. Hahaha, was ein Wortspiel. Also ist doch ein bisschen wie Batman. Arkham Knight, da muss man auch die Handabdrücke abscannen hier. Deswegen schauen wir mal hier rein auf den Knopf hier und scannen wie die Scheiße. Zumindest einen Teil. Ich werde wohl so, mehr. So, wir haben schon mal einen Daumen und einen Zeigefinger. Komisch. In unserer ganzen Hand. Dann noch die anderen drei Finger, dann haben wir es eigentlich schon geschafft. So, vielleicht am Geländer irgendwo? Wo finde ich noch ein paar Teilabdrücke? Ich würde sagen, am Geländer irgendwo. Oder hier ist irgendwas. Ah ja. Vielleicht ist hier ein Abdruck drauf. Hier müssten überall Abdrücke sein, oder eigentlich? Am Handy, eigentlich, auch am Touchscreen. Cool. Überall müssen Abdrücke eigentlich sein, Spidey. Ausgebildete Wachen lassen ihre Sachen nicht einfach so zurück. Es sei denn, sie sind nicht freiwillig abgerückt. So, dann noch eins schnell entsöcken. Ich würde dann sagen, hier irgendwo am Knopf oder so. Nee, das ist nicht der Fall. Wo denn dann? Letzter Abdruck. Ah, hier. Hier ist irgendwas hinter der Wand. So, zopp, zopp, hier. Hier muss irgendwo ein Abdruck sein. Okay, mit den Teilabdrücken müsste ich einen Abdruck rekonstruieren können. So, perfekt, Leute. Dann würde ich sagen, schnell zum Security-Raum und dann die, Aufnahmen ansehen. Was ist denn hier wohl geschehen? Ah, wie ein kleines Rätsel. Ich kann den Scanner neu konfigurieren, damit er meine Daten erkennt. Easy, easy. Machen wir noch schnell hier. So, let's go. Ich muss aber auch sagen, also die Story von DLCs sind auch schon sehr wichtig, ne? Für die kommenden Teile, würde ich sagen, zum Beispiel auch für Miles Morales und auch für den zweiten Teil, weil hier werden noch Sachen thematisiert wie, Yuri Watanabe, wie sie einfach ausrastet in einem späteren DLC. Ich werde jetzt nicht so viel verraten, aber, ich muss schon sagen, die Stories in diesen DLCs ist schon auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, auch für die, ja, ist schon storylastig. Ja, also eigentlich sind DLCs meistens nicht so storylastig, aber bei diesem Spiel ist es schon auf jeden Fall eine Schippe mehr drauf, muss man sagen, ne? So, so, zack, und jetzt brauchen wir eine Zielspannung von 5, dann würde ich sagen -2 einfach, und es war recht easy. Geschafft. Let's go hier. Handabdruck wird übertragen. Genau. Ja, dann Sesam, öffne dich, meine liebe Tür. So. Wir sind drin. Cool. Was siehst du? Sie leben noch. Anscheinend wurden sie betäubt. Keine Anzeichen für Gewalt. Definitiv nicht Hammerhead-Stil. Wenn nicht Hammerhead, wer dann? Gibt es eine Kamera? Ich seh mal nach. Anhand der Kratzspuren muss der Spidey oder der Peter doch schon wissen, wer hier schon drin ist, ne? Also, ja, wir schauen trotzdem Kamera mal rein, Leute. Kamera 5 wurde ausgeschaltet. Ganz schön verdächtig. Ich schalte sie wieder ein und schaue nach, was sie vor uns verbergen wollten. Sie zeigt auf eins der Gemälde in der Ausstellung. Das muss die Maria sein. Und noch wurde sie nicht gestohlen. Ich sehe mir aus der Nähe an, was daran so besonders ist. Boah, wieder der Boden, Alter. Das ist wieder so aufpoliert, Alter. Diese Reflexion. Ey, ich liebe solche Effekte einfach, solche Details. Polierter Boden, glatter Boden. Da habe ich auch, glaube ich, irgendwie so eine Vorliebe für glatte Böden. Ich weiß nicht warum. Aber ist auch egal, Leute. Wir schauen bei der Maria mal rein und mal sehen, was daran so besonders sein soll. Maria ist ein ausgezeichnetes Beispiel für den modernen Expressionismus. Die Geschichte der Wiederholung. Boah, hör bloß auf. In Kunst immer Expressionismus gehört. Und sie muss doch Bilder analysieren. Das war echt krass, Mann.
Ist es auch. Es gibt hier viel wertvollere Objekte. Warum ist die Magia also ausgerechnet hinter diesem Gemälde her? Warte mal, MJ, da kommt jemand. Draußen sind die Parkplätze, meine Jungs. Augen offen halten. Spider-Man könnte immer noch hier sein. Verdammt, jetzt hängt es hinter Sicherheitsglas. Hey, sagt Frank, dass wir schweres Geschütz brauchen. MJ, Hammerheads Typen haben Verstärkung gerufen. Ich wurde noch nicht entdeckt. Gut, sieh zu, dass es so bleibt. Ja, MJ, das probiere ich dann. Dann, ja, aufpassen einfach. So, rein hier Spidey erstmal. So, ich würde sagen, wir holen erstmal die Crackheads, weil der ist, glaube ich, gerade ganz alleine, oder? Genau. Bam! War das ein bisschen zu laut? Ich weiß nicht ganz. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu laut. So, jetzt auch noch du hier. Gute Nacht. Gute Nacht. So, da ist noch einer. Halt die Schnauze. Bam! So, das sind noch zwei Crackies, oder? Nee, die sind weggelaufen. Dann den noch schnell holen. Oh, 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 shit! Als ob die uns nicht gesehen haben. Nein! Die Cops werden gleich hier sein. Scheiß drauf. Schnappt euch alles, was geht, und dann raus. Ey! Toll, jetzt plündern sie die anderen Kunstwerke. Das war nicht abgesprochen, Bruder. Ich werde es beenden. Es gibt nur einen Weg nach draußen, der, auf dem sie reingekommen sind. Okay, 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 okay. Lass es sie stehen, Alter, du Crackhead, Junge. Junge, nehmen sie einfach das alles mit. Das ist ja richtig frech. Oh, 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 und, Spidey. Einfach einspinnen, 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 einspinnen. So, an die Wand mit Zio. Da ist noch einer, der wegrennen will. Ey, habt ihr da voll dicke hier, Alter. Die sind alle voll fett. Ich bin gleich beim Ausgang. Oh, 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 nein! Du bleibst hier. Du Frechdachs, Alter. Wir machen da mal eine andere Fähigkeit rein, weil das Auffüllen ist jetzt nicht so geil. Ich bin doch eher für Spider-Bro. Spidey-Bro, ich brauch dich gleich, Mann. Habt ihr das gesehen? Was haben wir gesehen, du Crackhead? So, finishen. Den Dickerchen. So, bäm, friss meinen Tritt, du Idiot. So, friss das, Jum. Hey! Also man muss auch sagen, die sterben hier wieder richtig schnell weg, diese Crackheads. Sie wollen die Kunstwerke. Wie wär's, wenn ich dir zum Trost ein Poster von diesem Kunstwerk für deine Gefängnis. Ja, ist gut, schicke. Spidey, ist gut, red nicht so viel. Ich muss auch sagen, die Stimme von Spidey ist in diesem DLC oder in den generellen DLC-Teilen ein bisschen stumpf oder ein bisschen dumm. Wisst ihr, was ich meine, Leute? Es ist nicht mal so klar wie in den anderen Hauptteilspielen. Also in den Missionen einfach. Also ich finde, die Stimme ist hier irgendwie ein bisschen... sag ich mal so, ich kann es nicht so leicht erklären. Einfach abgedumpft. Einfach ein anderes Mikrofon, glaube ich, haben die auch benutzt. Kann das sein? Irgendwie? Vielleicht gibt es ja Kunstunterricht im Gefängnis. Boah, ich hasse Kunst. Ich hasse Kunst über alles, Mann. In der Abiturstufe musst du einfach Kunstbilder analysieren und einen Text schreiben, Alter. Ich will malen und nicht schreiben, Alter. Das ist so nervig gewesen. Also, wer Kunst mag, ist es natürlich ein Segen, aber wer Kunst jetzt nicht so fühlt, für den ist es doch eher eine riesige Qual als ja, ein Segen. Hey! Lass die Kunstsachen, die du... Junge! Finishen! Ich bin gleich beim Ausgang! Sie dürfen nicht entkommen! Während er in die Luft geschleudert wird, sagt er, er ist bald am Ausgang. Okay. Was ein Vollidiot. Ey, da ist noch einer, der was klauen will. Hört doch mal auf, das mitzunehmen! Hört's auf! Du musst deiner Mama wohl doch ein anderes Geschenk zum Muttertag suchen. Ja, es ist doch... Blumen reichen auch aus! Oder einfach einen Familientag mit deiner Mutter. Einfach mal zum Park gehen oder so, aber keine Gemälde klauen. Mann, oh Mann, oh Mann. Was für Vollidioten, ne? Bist du da? Alles okay? Ja, ich glaube, ich habe sie alle. Aber viele Kunstwerke müssen zurück an ihren Platz. Was ist mit der Maria? Vielleicht war das ein Ablenkungsmanöver. Genau das dachte ich auch. Ich schaue nach. Hoffentlich war die Scheibe dick genug. Ist bestimmt Panzerglas oder so. Also bei so einem wichtigen Gemälde... Und kugelsicher. So schnell kann sich niemand der Maria nähern. Dann ist der Auftrag ausgeführt? Das hoffe ich. Ja, ich rufe dich gleich nochmal zurück, okay?
Warum? Was ist los? Siehst gut aus. Du auch? Hanteltraining? Nein. Naja, obwohl, ein bisschen. Also, du schwingst jetzt solo? Oder wieder mit deiner Ex? Ganz schön viele Fragen. Bin nur neugierig. Ja, soll nicht gut für Katzen sein. Warum erzählst du mir nicht, warum du hier bist? Ich hab nur auf den richtigen Moment gewartet. Dreh dich mal um. Und das ist jetzt eine Figur, die dieses DLC auch so Raketen? Spannend macht, ne? Einfach die Dynamik zwischen Black Hat, Spider-Man, MJ, das alles auf jeden Fall noch sehr, sehr wild sein hier im DLC. Deswegen bleibt auf jeden Fall hier noch am Start hier. Das wird noch sehr, sehr wild hier sein. Dickerchen, Junge! Mach keine Flexen, Bruder! Bläm. So, Spidey-Bro, rasiert wieder ein bisschen hier. So, ey, du Dickerchen, bleib doch auf dem Boden, Alter. Roll auf dem Boden, weiter und wach nicht ab, Mann. So. Leben ist doch voll. Was für ein Paar noch? Also ich muss sagen, die sind echt ein bisschen lost. Oh, ich hab nichts gesagt, Bruder. Das ist nicht im Vergleich zu dem, was der Boss dir antut. Ich mach dich fertig. Hallo, hey. Don't make some flexes. Mach keine Flexen. Hör doch auf. Das ist nicht deine Gewinne. Du Dickerchen. So, bam. Elektronetz hier. Und alles schön einspinnen hier. Bam. Ach du Scheiße! Ich glaube, ich bin auch doch ein bisschen zu locker hier, was Kämpfen anbetrifft, weil ich wäre fast wieder gestorben. Uiuiuiui! Nein! Nein! Ich hab doch... Hör auf! Ich bin doch ausgewichen, Alter! Ich raste mich aus! Junge, wo sind die scheiß Bazooka-Fotzen? Ach, da oben! Bam! So, weg mit dir! So, ey, die haben alle... Ey, die haben nur Bazookas, kann es sein? Ja, mit einem Spinnennetz. Ich bin eine Spinne. Och, Junge, die sind alle so ein bisschen blöd, kann es sein? So, ausweichen, hier einspinnen. Und du bist erledigt. Bläm. Oh, das ist ein Dickerchen, Alter. Oh. So einfach ging es. Ich mag deine neuen Tricks. Und ich hab deine alten satt. Wolltest du den Kunstdiebstahl nicht lassen? Ich bin nicht wegen der Kunst hier. Was tust du dann? Solltest du nicht ein paar Leben retten? Schon wieder. Hey! Hey! Hilfe! Was zum... Wo ist sie hin? Peter, ist alles in Ordnung? Tut mir leid, MJ. Bin gerade einer alten Freundin begegnet. Wem? Ärger. Und es war also die Mission mit Black Cats. Cool, aber... War Black Cat diejenige, die durch das Dach kam? Sie hat mit Hammerheads Leuten zusammengearbeitet? Ja, sie hat mich wahrscheinlich die ganze Zeit da drin beobachtet. Sag mir, dass sie nicht mit der Maria abgehauen ist. Ist sie nicht. Gut. Sie hat es zerstört und einen Speicherstick geklaut, der im Rahmen versteckt war. Was? Oh. Tut mir leid. Was meinst du, was auf dem Stick war? Gute Frage. Ich werde mich mal umhören. Und ich fange an, Katzenspuren zu folgen. Alle Einheiten, Meldungen über eine Explosion in der Nähe von Times Square und Bryant. Explosion, das soll sehr, sehr schön ansehen. Auf jeden Fall. Also hier fällt mir noch einiges, also man wird auch hier sehr vieles erfahren über die Beziehung zwischen Black Hat, Spider-Man und die ganz anderen Sachen hier, die Peter uns noch nicht verraten hat, also cool, also immer wieder schön anzusehen, auch beim dritten Mal hier. Und man kann doch also noch die Rucksäcke einsammeln, aber nicht mal die Basismarken besorgen. Finde ich ein bisschen schade, weil ich will gerne dann noch währenddessen die Nemesis erledigen und dann noch ein paar Anzüge freischalten. Aber das Spiel will uns nicht gönnen, deswegen müssen wir dann irgendwie das anders regeln. Ach, das ist hier eine Brücke einfach. Ach, wie geil ist das denn? Einfach der Untergrund hier. Ah, ja.
Ich dachte, es wäre einfach Untergrund oder so. Aber hier ist noch ein Rucksack von Just the Facts von James Jameson. Das gab bei seiner Abschiedsparty im Bugle. Ich dachte, niemand würde seine Talkshow hören. Falsch gedacht. Ja, also ich finde, Jameson ist so ein Querdenker. Also er hat, glaube ich, ein großes Publikum an Querdenkern. Ich glaube, er wäre in der heutigen Zeit mit Corona, mit den anderen Verschwörungstheoretikern auf jeden Fall auf einer selben Wellenlänge. Spider-Man, die Ganoven von Hammerhead daran gehindert, das Museum of Contemporary Art auszurauben. Gut für ihn, oder? Falsch! Sie hätten das Museum beinahe in Schutt und Asche gelegt. Sie haben im Gebäude Raketenwerfer eingesetzt. Wissen Sie, selbst wenn man gute Absichten unterstellt, was ich nicht tue, ist dies das Problem mit Spider-Man. Er verwandelt jede Situation in ein apokalyptisches Desaster. Was bringt es, den Raub von Kunst zu verhindern, wenn man sie in die Luft jagt? Mir ist klar, dass es prätentiöse, nabelschaubetreibende, moderne Kunst ist. Suppendosen und Farbspritzer, die von einem betrunkenen Elefanten stammen können. Aber ich bin kein Kunstkritiker. Ich weiß nur, was ich nicht mag. Und zwar diese Spinnengefahr, die unsere öffentlichen Räume demoliert. Ich bin Jetschow mit dem Essen. Ach, halt die Schnauze, Bruder. So, dann würde ich sagen, kannst du reinschauen hier. Besiegt. Ich hatte noch nie so viel Geld in meinem Leben. Und seitdem auch nicht. Also, ich bin immer noch der Meinung, Peter kann doch einfach ein bisschen MMA kämpfen, er würde jeden rasieren im MMA. Es würde keinen geben, der es Peter erledigen würde, weil Peter hat erstens Stärke, er kann eigentlich schon jemanden mit einem Schlag ausnocken und ja, das ist schon krass. Da würde ich sagen, als wir in der nächsten Folge dann zu der nächsten Hauptmission gehen von der Black Hat Mission, ist ein geiles DLC mit Black Hat, mit MJ und alles drum und dran. Dann würde ich sagen, Leute, like, wenn es dir gefallen hat, war eine sehr, sehr coole Folge. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann bis zum nächsten Mal hoffentlich. Bleibt gesund und ciao, ciao.